So, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Zweihardmann für euch. Heute soll es darum gehen, Ben Go hat mir geschrieben, er hat das Problem, dass sein Bosch Kugeln-Display sich nicht einschalten lässt. Ja, was bei ihm das Problem sein könnte, ja, muss er dann am Endeffekt dann auch mal ein bisschen selber raus noch finden. Ich gebe euch einfach mal den Tipp. Also, ihr könnt auf der Rückseite erstmal die Klemmschelle lösen. Da ist es so, dass das Kugeln-Display eine eigene Stromversorgung nochmal intern hat. Es befinden sich 20 CA2016-Knopfzellen drin. Um die zu wechseln, ist es ganz wichtig, ihr braucht dann einfach entweder ein 20-Cent-Stück oder einen großen Schlitzschraubendreher. Ich nehme einfach mal meinen Schlitzschraubendreher, damit man da auch rankommt. So, da gehen wir einfach mal rein. Ihr habt, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, hier einen Punkt und hier einen Pfeil. Und ihr könnt gegen den Uhrzeigersinn das Batteriefach öffnen. Nehmt ihr einfach den Verschlussring ab. Wichtig darauf achten, nochmal schauen, ist der Gummi beschädigt. Diese Dichtgummis sind halt immer relativ anfällig, besonders dann beim Einsetzen. Ja. Und jetzt ist es so, dass die CA2016-Knopfzelle mit dem Pluszeichen nach außen eingesetzt werden sollte. Ja. Falls das nicht der Fall ist, unbedingt drehen, sonst, wie gesagt, funktioniert es einfach nicht. Ja, und wenn ihr das dann praktisch gewechselt habt, die Knopfzelle, könnt ihr den Ring wieder aufsetzen, der praktisch mit dem Pfeil, also Pfeil auf Pfeil sozusagen, ne, so schaut das dann aus, hier ein Pfeil und auf dem Ring der Pfeil und drückt dann leicht das wieder rein und könnt es dann wieder verschrauben, sodass dann der Pfeil am Ende auf dem Punkt ist. Ja, und jetzt können wir natürlich noch die Funktionsprüfung machen, ob unser Display eingeschaltet werden kann. Das funktioniert. Ja, das sind ordentlich Reichweiten bzw. Kilometer drauf. Beleuchtung funktioniert auch. Ja, und jetzt könnte ich, wie gesagt, mein Display einfach wieder montieren. Falls das natürlich jetzt sich bei euch nicht einschalten lässt, könnte es sein, dass entweder im Fehlerspeicher vom Display, ja, sag ich mal, eine Blockierung noch da ist oder dass der Akku im Tiefschlafmodus ist oder generell eine Stromverbindung zum Motor fehlt. Ja. Das kriegt ihr im Endeffekt wirklich nur raus, wenn ihr dann mal zum Fachhändler geht, lasst das Rad auslesen und lasst euch natürlich gerne auch das Protokoll in die Hand geben, damit ihr was schriftlich habt. Ja. Im Schnitt kostet eine Systemauslesung zwischen ja, 10 und ich schätze mal 30 Euro in Deutschland. Das kann halt variieren und ist aber relativ undramatisch, dauert auch nicht so lange, ist aber auf jeden Fall eine Erkenntnis wert. Ist wie praktisch wie beim Telefon in der Systemaktualisierung. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein vom Zweiradmann für euch, dass ihr dann einfach weiter starten könnt und ja natürlich Fahrspaß erleben könnt. Und ich sag mal, bis bald, viel Erfolg und sportfrei.